Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4 und hier ist er endlich, wie versprochen, der Magier-Kugelblitz-Bild. Das Witzige ist, zu dem Bild habe ich schon vor Season 2 zweimal ein Video gemacht, aber jetzt mit den neuen Uniques und vor allen Dingen mit einem neuen Aspekt, ich glaube, dass der neu ist der Bild nochmal extrem stärker geworden und zwar macht gerade dieser Aspekt hier. Jedes Mal, wenn Kettenblitz abprallt, erhaltet ihr 1,5 Mana. Und das ist der Min-Roll aus dem Kodex. Und der macht, dass ihr seid ständig mit Mana voll. Das werdet ihr gleich sehen. Dazu habe ich hier leider noch nicht das Amulett. Der Bild ist unten verlinkt, da seht ihr das. Es gibt ein Amulett. Ich werde euch das mal gerade einblenden. Das könnt ihr nehmen, müsst ihr nicht. Ich hätte das voll gerne. Ich habe heute 30, 40 Mal Lord Seer gemacht und es leider nicht gefunden. Lord Seer ist der einzige Endboss, der es fallen lässt. Und ich habe es leider nicht gefunden. Das würde eigentlich richtig gut passen. Aber ihr könnt natürlich auch ein Amulett nehmen, wo Bewegungsgeschwindigkeit und Kostenreduktion für Mana drin ist. Und den Aspekt mit mehr Rüstung. Ansonsten Götter, Töter, Krone. Der ist ja neu. Der ist sehr cool. Der zieht nämlich die Gegner ran. Dann wie immer Gewand des Unendlichen. Ich glaube, es gibt kein Magierbild ohne Gewand des Unendlichen. Tibauls Wille auch sehr cool, weil ihr A, Primärressourcen bekommt, wenn ihr unaufhaltsam seid, und B, weil ihr dann einfach nochmal mehr Schaden macht, während ihr unaufhaltsam seid. Das ist richtig cool. Ihr könntet stattdessen natürlich auch was anderes nehmen. Tibauls Wille ist jetzt nicht so wichtig in dem Bild. Dazu noch Esus Erbstück. Man könnte auch Flickertritt nehmen. Der macht ja, dass wenn ihr durch einen Gegner geht mit dem Ausweichschritt, dass ihr weniger Abklingzeit auf der ultimativen Fertigkeit habt. Ich finde aber eine Crit-Trefferchance wichtiger, als dass ich meine Ult irgendwie schnell wieder dabei habe. Und dann ein Dolch und ein Talisman und die Aspekte könnt ihr euch alle selber reinziehen. Bis auf den Kugelblitz-Aspekt müssten eigentlich alle durch Kodexe verfügbar sein und da macht es auch keinen großen Unterschied, ob ihr jetzt einen Kodex nehmt oder einen Aspekt. Nur der Kugelblitzaspekt, der ist ein bisschen assi, weil den könnt ihr nur finden und den könnt ihr nicht durch einen Kodex bekommen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal. Ich bin Level 81. Starten wir mal Kathedrale der Kreuzritter, Level 5 oder Goa-Ruin. Goa-Ruin, Level 54. Das heißt, die Gegner sind über Level 100 und dann seht ihr einfach, wie viel Schaden ich drücke und wie das kein Problem ist. Ich habe heute auch schon 20 Duriel-Runs oder so gemacht. Da muss ich zugeben, sterbe ich noch, aber ihr macht so unglaublich viel Schaden. Es ist so verrückt. Und ich muss ganz doll dazu sagen, der Bild, also so wie ich ihn jetzt gerade gebaut habe, da geht noch viel mehr Schaden hoch, weil ich habe keine einzige Glyphe auf 15, geschweige denn auf Level 21. Wenn die ganzen Glyphen noch auf Max-Level sind, da wird so viel Schaden bei rumkommen. Es ist dumm. Es ist dumm, wie viel Schaden. Der war schon damals richtig krass. Hab den richtig gerne gespielt. Und jetzt ist der nochmal so viel krasser. Goa-Ruin, auch für die, die es nicht wissen, ist einer der besten Dungeons zum Durchlaufen, weil es keine Objectives gibt. Ihr könnt quasi direkt einfach zum Boss laufen, ohne dass ihr irgendwas tun müsst. Das ist eigentlich ganz entspannt. Einmal hier gerade den Gegner killen, 3 Sekunden aushalten. Gleich kommen auch ganz viele Elite. Jetzt ist es soweit. Dann werdet ihr das erste Mal den ganzen Schaden sehen, der da reinkommt. Wir müssen echt sagen, die Gegner sind 28 Level über mir. Da hat es mich kurz zerrissen. Also, Death-mäßig fehlen mir auf jeden Fall noch ein paar Level, Leute. 28 Level über mir ist eine krasse Hausnummer, würde ich sagen. Obwohl ihr natürlich die ganze Zeit ein Schutzschild eigentlich habt, durch die ganzen verschiedenen Schilde und Fähigkeiten und so. Aber wenn dann ein Schlag da durchkommt, dann tut das ganz doll weh. So, weiter geht's. Also, dass ich überhaupt mit 28 Level tiefer mit einem Magier hier durchrenne, ne? Das ist sowieso so verrückt. Stellt euch das mal vor der Season vor. Letzte Season. Unmöglich. Quasi nicht möglich gewesen. Sind jetzt auch schon beim Boss. Und dann seht ihr, wie der Boss einfach dahin schmilzt. Achtet mal jetzt beim Boss einfach nur auf die Lebensleiste. Es ist wirklich so, so verrückt. Und ihr könnt die ganze Zeit zünden, ne? Ich bin die ganze Zeit. Ich halte einfach nur X gedrückt.
28 Level höher. Der Magier ist bestimmt das mit Abstand die beste Klasse, die das meiste Potenzial hat. Es ist wirklich extrem verrückt. Baut den nach. Den Bild habe ich unten reingepackt in die Videobeschreibung. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Man sieht ja viele Kugelblitzmagier rumlaufen, wie ihr den spielt, wie ihr den findet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.